Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Ersteindruck. Dieses Mal, wie ihr es wahrscheinlich schon gesehen habt, zu Judge Eyes bzw. Judgment, wie das Spiel eben bei uns im Westen heißt. Ich wollte gerade zuerst heißen wird, aber der Titel ist ja schon bekannt, das Release-Datum im Juni ist schon bekannt. Und der wird auf jeden Fall auch bei uns erscheinen und ich hatte mir das Spiel bereits letztes Jahr zum Dezember geholt, als es eben in Japan unter dem Namen Judge Eyes rausgekommen ist und schon ein bisschen was gespielt und dachte jetzt eben, nachdem es jetzt nur noch ein paar Wochen bzw. ein paar Monate noch bis zum Release hin ist, einen kleinen Ersteindruck zu machen, nachdem ich wieder so 15, 20 Stunden dort reingesehen habe, um euch eben ein bisschen zu berichten von meinem Eindruck des Ganzen. Natürlich zuerst dann wieder der ganze Hintergrundkram. Judge Eyes, beziehungsweise ich glaube, ich sage jetzt am besten Judgment von hier an, ist entwickelt von Sega, von dem Ryuga Gotoku Studio, die eben auch die Ryuga Gotoku Spiele hierzulande Yakuza gemacht haben. Also man kann eigentlich fast schon das Yakuza-Team dazu sagen. Die haben wieder ein neues Spiel entwickelt und es ist mehr ein Spin-off, beziehungsweise kann man fast schon sagen, irgendwie spiritueller Nachfolger zu der Yakuza-Reihe. Es spielt eben auch in Tokio, in dem Örtchen Kamurocho, dem Stadtteil, der eben nachempfunden ist von dem realen Stadtteil in Tokio, Kabukicho. Und dort eben auch in derselben, ich will nicht sagen Timeline, aber in derselben Welt spielt. Das heißt, in dieser Welt von Judgment existiert eben auch die Welt von Yakuza. Der Hauptcharakter von der Yakuza-Reihe, also Kazuma Kiryu, existiert eben auch dort in der Welt. Der Tojo-Clan existiert dort in der Welt und wird eben auch in der Handlung selber öfters benannt. Man muss allerdings, ne, direkt vorneweg, man muss überhaupt gar keine Kenntnisse über die Yakuza-Serie haben. Es gab so zumindest am Anfang ein paar ganz kleine Referenzen, die ich irgendwie entdeckt habe zwischendurch und wahrscheinlich kommt da auch noch ein bisschen mehr, aber vom Storyaufbau ist das komplett getrennt gehalten und da braucht ihr auch überhaupt keine Angst haben. Das heißt, falls ihr jemand seid, der vielleicht nur ein oder zwei Titel der Yakuza-Reihe gespielt habt oder gar keinen und ihr habt es einfach immer nur gesehen, aber jetzt, hey, das ist der Titel, der mich irgendwie super wahnsinnig fasziniert und ich möchte einsteigen, könnt ihr das problemlos machen. Und das ist auch gerade für Einsteiger ein sehr guter Teil, weil das Spiel wird auch komplett lokalisiert. Das ist, soweit ich weiß, der erste Titel, der auch deutsche Texte bekommen wird und eine komplette Synchronisation. Also zwar nur auf, in Anführungszeichen, nur auf Englisch, aber das erste Mal, dass ein Teil dieser Reihe bzw. Serie lokalisiert wird und eine Vertonung bekommt seit dem allerersten Teil. Und das ist schon ein ordentliches Ding und es zeigt eben auch, dass Sega mittlerweile wesentlich mehr Arbeit reinsteckt und eben auch mehr dahinter der Reihe steht für den Westen und eben sagt, okay, wir haben jetzt nach Yakuza Zero und Yakuza Kiwami 1 und 2 und Yakuza 6 eben gemerkt, okay, die Reihe funktioniert im Westen, sie funktioniert sowohl auf der PS4 als auch in den PC-Ports, die wir geboten haben. Ob natürlich jetzt Judgment irgendwann auch auf dem PC erscheinen wird, kann ich nicht sagen. Ich gehe eigentlich schon davon aus, aber man braucht jetzt nicht warten, dass das innerhalb des nächsten Jahres passiert, sondern wenn wahrscheinlich irgendwann für 2020 oder so. Aber das werden wir abwarten müssen. Jedenfalls sehr einsteigerfreundliches Spiel. Falls ihr schon mal etwas von dem Titel gehört haben solltet in den News-Sektionen der letzten Wochen und Monate, ist euch vielleicht auch aufgefallen, da ist irgendwas Komisches passiert und Leute hatten irgendwie Angst, dass das Spiel nicht vielleicht hier rauskommen sollte. Und zwar, was passiert ist, dass einer der Synchronsprecher, der eben aber auch Motion Capture bzw. eben Face Capture, also sein Gesicht wurde eben benutzt, für eine sehr prominente Figur in diesem Spiel. Und dieser Schauspieler wurde eben des Drogenmissbrauchs bezichtigt. Und das ist in Japan echt ein ganz schwieriges Thema. Also dort ist es schon ein Hardcore-Delikt, einfach nur mit Gras erwischt zu werden oder irgendwie jemand gebrandmarkt zu sein, der Drogen nimmt oder auch schon Gras raucht. Also das ist auch nicht das erste Mal, dass das mit der Serie passiert ist. Der Schauspieler bzw. dann eben auch Synchronsprecher des Charakters von Tanimura aus dem vierten Teil wurde nicht einmal wirklich festgestellt, dass er Drogen genommen hatte. Es gab einfach nur ein komplettes
ja, Gerücht und alles Mögliche darüber, was seine Karriere so weit zerstört hat in Japan, dass er eben auch in dem Re-Release von Yakuza 4, der jetzt schon in Japan rausgekommen ist und auch irgendwann zusammen mit Teil 3 und Teil 5 bei uns im Westen erscheinen wird, eben auch ersetzt wurde von einem Schauspieler. Und das ist jetzt auch bei Judgment passiert. Es gab jetzt auch zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme und wo das auch veröffentlicht wird, ist es, glaube ich, knapp eine Woche her, dass eben auch schon der neue Synchronsprecher und der neue Schauspieler dementsprechend für das Gesicht auch gezeigt wurde. Inhaltlich hat sich da überhaupt nichts getan. Es ist einfach wirklich nur, dass man die bestehenden Szenen genommen hat, das bestehende Charaktermodell, und man hat dementsprechend einfach das Gesicht beziehungsweise dann eben noch die japanischen Voicelines eben ausgetauscht. Also da braucht ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Das Spiel ist auf keiner Weise zensiert, es ist auf keiner Weise verändert. Ich finde es natürlich ein bisschen schade, gerade gegenüber dem originalen Schauspieler natürlich, vor allem, weil der sich jetzt gezwungen sieht, seine komplette Karriere dazu zu beenden. Aber so ist das nun mal. Um vielleicht jetzt ein bisschen den Übergang auf das eigentliche Spiel zu machen. Was auch etwas sehr Seltsames ist in der japanischen Gesellschaft, ist das Gerichtssystem und vor allem die Quote an tatsächlichen Urteilen. Also es ist wirklich so, dass in Japan knapp 99%, ich glaube sogar ein bisschen drüber, der Leute, der Verurteilten wirklich schuldig gesprochen werden. Also das ist ein System, was so funktioniert und so aufgebaut ist, dass man als Angeklagter und in dem Fall dann natürlich auch als Verteidiger auf der Seite des Anwalts überhaupt gar keine Chance hat. Und das ist ein Punkt, wo Judgment ansetzt. Das Spiel beginnt 3 Jahre, bevor die Story tatsächlich losgeht. Das eigentliche Spiel spielt in 2018, weil das in der Serie immer so ist, dass es in dem Jahr spielt, in dem es erscheint. Das Spiel kam in Japan 2018 raus, im Dezember, ergo 2018. 3 Jahre früher aber beginnt das Ganze, nämlich mit dem Hauptcharakter Takayuki Yagami, also eigentlich Yagami dann auch von hier aus, der ein junger, aufstrebender Anwalt ist, also Verteidiger. Und er hat es tatsächlich geschafft, zu dem Zeitpunkt, wo das eben dann startet. Das beginnt in so der Anwaltskanzlei der Kleinen, während die Leute halt so ein bisschen miteinander reden und auch über so eine ziemlich coole Exposition dann dadurch gemacht wird, dass es einerseits eben die Leute darüber reden, innerhalb was passiert ist, aber auch gleichzeitig gezeigt wird, wie wichtig es ist, weil einfach super viele Personen permanent in diesem Büro anrufen, um eben Yagami zu haben. Denn er hat es tatsächlich geschafft, einen Mordfall nicht zu klären, aber den Angeklagten wirklich freizusprechen. Und das bei Sprechensrate, kann man das so sagen? Von 99, irgendwas Prozent ist das eben wirklich ein Ereignis und Accomplishment. Und ne, die ganzen Leute rasten eben aus. Er ist der junge, neue Anwalt und alle wollen ihn irgendwie für sich gewinnen, damit er sie vertreten kann. Was dann aber kurz darauf passiert ist, dass der jetzt Freigesprochene eben tatsächlich dann doch irgendwie durchdreht und seine Freundin umbringt und das Haus in Brand setzt und Yagami dementsprechend eben gebrandmarkt wird als ein Verteidiger, der einen Mörder freigesprochen hat. Und dann springt das Spiel 3 Jahre in die Zukunft. Yagami ist mittlerweile ein privater Detektiv geworden, um eben von der Perspektive aus zu arbeiten und Fälle zu lösen. Und die ganze Handlung geht dann eben auch so leicht los, dass man dann auch nochmal die Charaktere eingeführt werden. 3 Jahre später man die Gespräche hat mit der alte Chef sogar darauf hinweist, dass Yagami auch zurückkehren könnte in die Kanzlei, aber er das einfach nicht möchte, weil er eben so gebrandmarkt wurde. Und er auch mittlerweile einen normalen anderen Kumpel gefunden hat, mit dem er eben arbeitet, der auch sehr bisschen wie Kiryu eben aussieht, aber überhaupt nicht so handelt. Yagami ist übrigens, wenn man das so von den Persönlichkeiten vergleichen kann, ist er so ein bisschen eine Mixtur aus Akiyama und Kiryu. Also er hat auch die Statur eher von Akiyama, ist auch nacherfunden von quasi dem bekanntesten japanischen Schauspieler aktuell. Nicht vielleicht in uns, also Takuya Kimura, sagt vielleicht den meisten Leuten hier nicht was. In Japan ist der quasi der
Brad Pitt, der Chris Hemsworth, der Tom Cruise, alles von Japan, weil er gerade in den Anfang, Mitte 2000ern in den erfolgreichsten Dramaserien mitgespielt hat, hat auch super viele in Filmen mitgespielt, er hat zum Beispiel in Howard's Moving Castle Hal gesprochen, und aber hauptsächlich eben TV-Schauspieler und eben auch noch Sänger, der Typ macht alles und ist eben super bekannt, und gerade so jemanden in Japan für die Rolle zu bekommen, ist halt ein ziemlich fucking big deal geworden. Und lustigerweise ist es auch so, dass er hauptsächlich, also seine größte Rolle, die er jemals hatte und eben auch in der erfolgreichsten Serie, in der er jemals war, ist Hero. Und in Hero spielt er auch einen Anwalt, aber eben einen Staatsanwalt, der dann auf der anderen Seite arbeitet. Ich finde das eigentlich ganz cool, dass man ihn dann für die Rolle auch so ausgesucht hat. Nicht einfach nur, weil er mit der beliebteste Schauspieler Japans ist, sondern aus dem Aspekt heraus so ein bisschen auch ziemlich cool in die Rolle reinpasst. Aber ja, jedenfalls, Yagami hat dann seine eigene private Detektiv-Kanzlei-Firma. Einfach so ein ziemlich kleines, cooles Büro, was so vollgestellt ist, dass man dann beim Dadurchgehen sich immer irgendwie so zwischen Couch und Tisch irgendwie vorbeiquetschen muss und er dann auch immer auf der Couch schläft. Und es ist so sehr, ja, klassisch eingerichtet, so wie man sich eben so eine Detektivbüro irgendwie vorstellt. Und es ist auch noch so ein uralter Flipper in der Ecke, den man spielen kann. Man kann das Ganze dann auch mit irgendwelchen Figürchen ausschmücken, die man in den Arcades dann gewonnen hat. Also auch wieder so ein Yakuza-mäßiges Ding, mit dem man da irgendwie zusätzlich arbeiten kann. Und die Hauptstory geht dann eigentlich dementsprechend los, dass man am Anfang nur in so kleinere Fälle involviert ist, die man dann eben lösen soll, aber sich das Ganze relativ schnell eben zu etwas entwickelt, wo es einen Serienmörder gibt, der verschiedene Leute in der Unterweltorganisation eben umbringt und das dann so der Hauptcase wird. Und da möchte ich eigentlich auch nicht zu viel drüber erzählen, weil diese ganze, erstens bin ich da selber nicht so weit drin gewesen, also dafür, dass ich es knapp 20 Stunden gespielt habe, habe ich gerade einmal das, ich glaube, fünfte Kapitel gespielt von wahrscheinlich wieder so 10, 12. Also es ist ein relativ langes Spiel sogar. Ihr braucht euch jetzt über Spoiler keine Sorgen machen. Also natürlich, weil ihr das wahrscheinlich auch nicht dann lesen könnt oder sowas gezeigt wird. Aber eben auch vom Spiel selber werde ich jetzt nur Footage aus den ersten beiden Kapiteln zeigen. Also selbst bei den Zwischensequenzen oder Kampfszenen oder sonst was braucht ihr wirklich keine Angst haben, dass ich euch großartige Sachen spoilern werde. Und ja, das ist das ganze Setup davon. Es ist super gut inszeniert. Die Kameraeinstellungen, Kamerafahrten, das Blocking, es ist alles wieder meisterhaft umgesetzt, wie man es eben auch von der Yakuza-Serie gewohnt ist. Die Side-Stories, die man eben hat, sind auf der anderen Seite genauso wieder bekloppt wie früher. Ich glaube, das Beste, was ich bisher gemacht hatte, war tatsächlich eine Nebengeschichte, wo man im Norden von Kamurocho entlang geht und auf einmal fliegt irgendwas an einem vorbei. Man sieht es nicht ganz, und dann geht man so die Straße entlang und liegt was auf dem Boden. Und es stellt sich eben heraus, dass das eine Perücke ist, die jemand verloren hat. Und die fliegt dann auch mit so einem Soundeffekt, also so richtig dämlich einfach absichtlich an einem vorbei. Und dann kommt eben auch jemand so mit Glatze vorbeigelaufen. Und es beginnt eine Verfolgungsjagd-Minispiel, was man eben auch so im Spiel selber benutzt, um entweder Leute zu verfolgen oder vor anderen Leuten zu fliehen. Aber in dem Fall eben, um dann eine Perücke einzufangen. Und das zeigt wieder diese wunderbare, ehrliche Dualität dieses Spiels auf. Das ist auf der einen Seite eine sehr ernste Geschichte, ein sehr ernstes Drama, High Stakes ist über einen Serienmörder. Und ich, wie ich es ja schon etabliert habe, das Spiel fängt eben damit an, dass man jemanden freispricht und es sich dann anscheinend herausstellt, dass derjenige sich sofort umgedreht hat, hat seine Freundin umgebracht, das Haus angezündet. Sehr, sehr darker Shit, der da thematisiert wird, auch teilweise in der Handlung. Und auf der anderen Seite hat man dann diesen ganzen Nebenkram, in dem einfach der dämlichste Bullshit passiert. Und das Spiel weiß das, aber zeigt es eben mit einer, ja, mit so einem Selbstbewusstsein, was ich eben liebe. Und es weiß eben, dass es nicht jederzeit ernst sein muss, um qualitativ gut zu wirken, um Charaktere zu zeigen, die man eben auch verstehen und nachvollziehen kann, sondern es nimmt sich eben diese Dualität des Lebens so ein bisschen, die ernsten Sachen und eben die spaßigen Sachen. Und das habe ich schon in den Yakuza-Spielen geliebt und das finde ich halt auch fantastisch, dass sich das hier gezeigt hat. Es hat auch sehr viele neue Minispiele und Sachen, die man eben machen kann. Ich will jetzt auch nicht auf alles wirklich eingehen, weil das immer auch so ein bisschen die Freude ist, das rauszufinden. Für mich mit das Highlight war tatsächlich, es gibt eine Arcade-Maschine,
Also es gibt natürlich, in Yakuza gab es eben auch und hier gibt es jetzt auch irgendwelche Arcade-Spiele von richtigen Sega-Titeln. Aber was ich richtig cool fand, ist, dass es einen Lightgun-Shooter da drin gibt zu dem Dead Souls-Ableger von Yakuza, was zwischen dem vierten und dem fünften Teil rausgekommen ist, so ein Zombie-Ableger. Und davon gibt es eine Lightgun-Version, wo man dann über so 4 oder 5 Level verteilt. Eben das so ein bisschen Nachspiel mit Gegnern und Bossen da draus. Es ist super charmant einfach nur umgesetzt und es gibt auch noch einen kompletten VR-Minispiel, wo man so eine Art Singleplayer Mario Party Board entlang läuft in Kamurocho und würfeln muss, um Felder drüber zu gehen, und auf verschiedenen Feldern hat man dann Aktionen, die man auswählen muss oder zu kämpfen oder sonst was. Es ist einfach wieder super, super charmant in dem Fall umgesetzt und finde ich einfach nur großartig. Spielerisch an sich ähnelt es sehr stark der Yakuza-Reihe, was der grobe Aufbau ist. Es ist natürlich wieder ein 3D-Brawler, so ein bisschen die logische Weiterentwicklung von einem Streets of Rage beispielsweise, wenn wir jetzt bei Sega-Titeln bleiben. Und hat dann eben auch diese, in Anführungszeichen, Zufalls, also es sind ja keine Zufallskämpfe mehr, aber dass man über die Stadt lang geht und dann tauchen auf einmal irgendwelche Punks auf, die einen zerschlagen möchten. Und dann kann man eben einfach zu denen hingehen und sich damit prügeln, um Erfahrungspunkte zu sammeln oder Geld zu kriegen. Aber die Hauptstruktur des Spiels hat sich doch eben deutlich verändert und ist versucht, mehr spielerische Elemente einzufügen, die das Ganze zu so einem Detektivspiel machen. Das ist jetzt kein L.A. Noir oder so und behält sich immer noch sehr, sehr viele klassische Gameplay-Elemente mit bei und das ist teilweise ganz gut gelungen, teilweise nicht so gut. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich nicht so gut finde, ist das Verfolgen von Leuten, weil es einfach wirklich so ein stures, irgendein Charakter geht vor einem und man muss eben gucken, dass man hinter ihm hergeht, aber nicht zu weit, dass man ihn irgendwie aus den Augen verliert. Und es ist sehr langatmig und eben auch unfassbar einfach. Also diese Leiste, diese Aufmerksamkeitsleiste des Gegners, die ist so lang, dass man, also ich teilweise wirklich einfach aus Versehen zum Gegner hingerannt bin, vor ihm stand, hab mich umgedreht, Panik bekommen, 3-4 Sekunden keine Möglichkeit gefunden, mich irgendwie zu verstecken, hab mich dann versteckt und die Leiste war trotzdem nur 3/4 gefüllt und ging dann sofort wieder zurück. Und ansonsten ist es auch einfach nur, dass man sich dann irgendwie, hier ist ein Objekt und dann kann ich eine Taste drücken und dann verstecke ich mich dahinter und dann warte ich und dann gehe ich weiter. Und das ist wirklich so PS2, also wirklich unter gimmicky PS2-Level Stealth-Mechanik, habe ich jetzt irgendwie nicht gebraucht. Die anderen Sachen sind aber trotzdem dann teilweise ziemlich cool. Wie gesagt, diese Verfolgungsmechanik ist so, wer Yakuza 3 gespielt hat, gibt es auch so Verfolgungssequenzen, die absoluter Krebs sind. Und das sind so die coole Weiterentwicklung davon, wo man dann eben wirklich auch Yagami dann von links nach rechts dann steuern kann, den Sachen auszuweichen. Wenn man dann ein bisschen zu spät auf die Sachen reagiert, kommt man noch in ein Quicktime-Event rein, wo man das dann eben drücken kann. Hört sich jetzt ein bisschen blöd an, ich meine, ihr seht das dann jetzt auf dem Bildschirm. Ich fand es trotzdem immer noch ganz cool auflockern, vor allem weil die Sachen eben nicht zu lange dauern. Und das will ich euch jetzt nicht spoilern, aber teilweise in eine der besten Verfolgungssequenzen, die ich jemals in dem Spiel gesehen habe, also gerade was so On-Foot-Segmente angeht, da kommt einfach nur Bullshit hinzu, aber wieder so charmant umgesetzt einfach und auch gut gefilmt von einer filmischen, cineastischen Perspektive einfach, was Action-Sequenzen und das die Lesbarkeit der Szenen angeht. Es ist hervorragend umgesetzt. Wie gesagt, ich will das nicht spoilern, weil ich mich vor allem bei einer der frühen Szenen so am Arsch gelacht habe, einfach nur, dass ich da nachher fast schon klatschend irgendwie auf meinem Sofa aufstehen wollte, weil das so großartig war. Und ansonsten sind das aber sehr cool eingeführte Mechaniken, zum Beispiel das, was man auch in den vielen Trailern gesehen hat, dass man oft dann Bilder machen muss, dass man dann Leute verfolgt und dann die richtige Position erreichen muss, ohne dass sie einen sehen und dann den richtigen Winkel. Und je nachdem, wie gut man die Bilder schießt, kriegt man eben auch mehr Erfahrungspunkte, was in anderen Sequenzen auch, also in anderen Teilen dieser Detektivarbeit umgesetzt wird, dass wenn man zum Beispiel verschiedene Objekte suchen muss in der Umgebung, entweder zu Fuß aus einer Ego-Perspektive oder man kriegt eben auch so eine Drohne, die man einsetzen kann, mit der man rumfliegt. So kann man die Sachen suchen. Es gibt wichtige Punkte, die man finden muss für die Story, aber es gibt auch zusätzliche Sachen, die man aus Interesse eben noch in der Umgebung finden kann, um eben zusätzliche Erfahrungspunkte zu kriegen. Das gleiche auch beim Verhör von irgendwelchen Leuten, wenn man eben
mit den richtigen Antworten logisch reagiert und die richtige Beweismittel vorbringt, dann kriegt man Bonuspunkte, wenn man es richtig gemacht hat. Wenn man es falsch macht, dann kriegt man eben keine. Und das ist nochmal so eine zusätzliche Incentivierung, die Sachen richtig zu machen, weil gerade zu Beginn des Spiels ist eben Bonus-Erfahrungspunkte, um die Fähigkeiten aufzustufen, wirklich wichtig. Obwohl das jetzt nicht ganz so ausartet, wie es zum Beispiel in Yakuza Zero oder Kiwami ist, wo ich es wirklich ein bisschen schrecklich fand. Einfach weil man so unfassbar viele Erfahrungspunkte gebraucht hat, um Sachen freizuschalten. Und gerade nachdem man so die ersten paar Base-Sachen irgendwie hatte, hat es Ewigkeiten gedauert. Ich glaube, ich hatte selbst in einem Durchgang bei Yakuza Zero, der irgendwie 40 Stunden gedauert hat, hatte ich nicht mal ein Drittel der Fähigkeiten oder so freigeschaltet. Und das einfach so einem Grind endet, was in den vorigen Teilen nicht der Fall war und was jetzt auch zum Glück in Judge Eyes Judgment nicht mehr der Fall ist. Es gibt einfach sehr, sehr viele Sachen, die man freischalten kann auf verschiedenen Ebenen wieder, aber nichts davon ist unfassbar teuer, bis auf wirkliche High-End-Sachen, die man dann irgendwie freischalten kann, dass man trotzdem innerhalb der Handlung ein gutes Pacing hat und immer das Gefühl hat, ich kann jetzt noch was freischalten, mir noch was dazu holen. Und deswegen motiviert eben auch das Ansammeln von den frühen Erfahrungspunkten sehr. Worauf ich jetzt auf jeden Fall auch noch eingehen will, ich versuche jetzt gerade noch im Hinterkopf irgendwie so ein bisschen zu behalten, was man vielleicht noch so an coolen Dingen irgendwie erwähnen könnte. Aber was ich noch drauf eingehen wollte, ist natürlich das Kampfsystem von dem Ganzen. Ich bin jemand, der die Kampfsysteme aus der Dragon Engine nicht so geil fand, was eben Yakuza 6 und Yakuza Kiwami 2 sind. Das sind eben die mit der neuen Engine, die extra für die PS4 gemacht wurde, gebaut wurden. Bei Yakuza 6 hat man wirklich gemerkt, dass sie damit noch kaum umgehen konnten, dass sehr viele Physikelemente eingebaut wurden, aber es trotzdem super steif wirkte und gerade dadurch dann diese überdrehten Physikanimationen und Reaktionen der Gegner, die einfach weggeflogen sind, zu komisch wirkten und dass es irgendwie nicht zusammengepasst hat. Kiwami 2 hat das schon ein bisschen besser gemacht und auch eben das generelle System angepasst. Und Judge Eyes ist jetzt wirklich das Spiel, wo ich sage, es nutzt die neue Engine, aber es fühlt sich eher an wie mein Lieblingssystem aus der Serie, Yakuza 5 nämlich, dass es super flüssig ist, teilweise auch einfach unfassbar absurd von den Aktionen, die ausgeführt werden, aber dadurch, dass es eben so absurde Aktionen sind, wirken auch komische Ragdoll-Effekte, bei denen die Gegner wegfliegen plötzlich, nicht mehr ja wie so ein harter Kontrast, der aufeinanderprallt, sondern es fügt sich einfach wesentlich besser zusammen. Yagami steuert sich auch sehr angenehm, also es passt auch, dass ich sage, seine Persönlichkeit ist so ein bisschen die Mischung aus Akiyama und Kiryu, denn auch spielerisch findet er sich irgendwo so in der Mitte. Er hat zwei Stile, auf die sie sich fokussiert haben, was ich persönlich auch wesentlich besser finde. Ich war eh der Freund, der das komplette System von 5 besser fand, wo man verschiedene Charaktere hatten, die ihren eigenen Stil hatten und man eben sich zum Beispiel bei Kiryu komplett auf seinen fokussieren konnte und nicht irgendwie drei verschiedene, die sich deswegen teilweise sehr gegimmt angefühlt haben und zu speziell und es dann auch zu anstrengend war, fließend innerhalb diesen zu wechseln. Und jetzt hat man eigentlich zwei Stile. Der eine ist eher auf One-on-One ausgelegt, der andere eher auf Gruppenkämpfe. Und beide bieten eben genügend Möglichkeiten, sich dort zu entfalten und eben auch sehr, sehr, sehr flüssig anfühlen und man eben auch sehr früh sehr viel freischalten kann und auch die Heat-Attacken, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie hier heißen, aber diese Special-Manöver, in dem man dann die Sonderleiste füllt und dann kann man die Leute eben je nach Kontext zu anderen Attacken irgendwie, also zu Special-Moves dann eben ausführen. Und da sind jetzt von Anfang an auch wesentlich mehr zur Auswahl. Also gerade bei Yakuza Zero und Kiwami und auch 6 hatte ich eben das Gefühl, dass ich meistens immer dieselben 3 ausgeführt habe, egal wo ich jetzt war und egal welche Waffe ich in der Hand hatte. Da hatte mich vor allem gestört, dass man einen Yakuza 5 hatte, was eben schon besondere Heat-Momente für Sachen wie das Fahrrad hatte, wo man dann auf den Gegner zugefahren ist und dann im Fahren das Rad ihm ins Gesicht geschlagen hat, während es dann ab Yakuza 0 wieder einfach dieses klassische, ich habe das große Objekt und hau dann auf den Gegner drauf. Das macht man mit dem Fahrrad hier zwar auch, aber dafür gibt es viel mehr andere kontextuelle Sachen, die irgendwie eingesetzt werden müssen. Beispielsweise, es gibt einen geilen Counter, wenn man auf einem Spielplatz ist und eine Schaukel in der Nähe hat, dann gibt es für diese Schaukel einen super Manöver. Auf der Straße gibt es mehrere Sachen.
Wenn man auf bestimmte Kreuzungen zum Beispiel geht, gibt es mehrere Heat-Momente, die ausgelöst werden mit Autos, die vorbeikommen, wo Leute irgendwie in den Wagen reingezerrt werden, wo sie fast von einem Auto überfahren werden, dann glücklich darüber sind, dass sie nicht überfahren wurden, während dann Yagami in der nächsten einfach so einen Hardcut kommt und der dem Gegner ins Gesicht springt. Da gibt es haufenweise solche Sachen, auch mit den Objekten und Gegenständen, die man bei sich trägt, ist hervorragend. Plus, es gibt fucking Walljumps in diesem Spiel. I love it. Man kann nämlich einfach die Taste gedrückt halten, die Sprint-Taste, und man rennt dann automatisch auf Wände zu und Yagami läuft diese dann kurz hoch, stützt sich ab und man kann dann eben auch verschiedene Angriffe von dort aus ausführen und eben auch Heat-Manöver und dann eben auch noch mal Heat-Manöver, wenn man mit seinem Kumpel zusammen ist, die dann auch noch mal kontextuell angepasst sind, ob man entweder normal da steht oder an Wand einen Walljump macht oder wie der Gegner sich eben gerade in der Luft verhält. Man kann auch ganz leichte Form von Launchern irgendwie einsetzen, um die Gegner so ein ganz kleines bisschen in der Luft teilweise zu juggeln. Man kann über Gegner eben auch drüber springen, um sie von hinten zu attackieren, was dann eben auch als Konter benutzt werden kann. Es gibt dann auch Gegner, die dann, wenn sie in bestimmten Phasen sind, einen dann auch dabei packen und wegwerfen. Also es ist sehr responsiver, es gibt einem mehr Möglichkeiten einfach im Kampf. Und das finde ich wirklich wichtig, auch ohne dass man sich irgendwelche Waffen dazu holt oder super viele Spezialfähigkeiten irgendwie grindet. Eine ganz interessante Mechanik, die ich jetzt einfach noch nicht zu sehr wahrscheinlich bedacht habe, einfach weil es bisher für mich noch nicht so großartig aufkam, aber ich ganz interessant fand, ist, dass Bosse dieses Mal auch so eine Superphase haben am Ende. Nicht so ein Bullshit wie ein Kiwami, wo sie dann einfach, ich leuchte jetzt in der Farbe und kriege Lebensenergie zurück und dann musst du auch auf diese Farbe wechseln und mich boxen, weil ansonsten kriege ich Lebensenergie zurück, und das war einfach das Dümmste überhaupt und hat einfach nur dazu geführt, dass man entweder, haha, easy, ich habe jetzt Heatleiste voll und wechsle die Farbe und dann batsche ich dich um. Und wenn man das nicht hatte, dann war es eben so, der Kampf dauert jetzt nochmal wesentlich länger, whatever. Und hier haben sie es eben gemacht, dass Leute Bosse keinen Superbuff kriegen oder so, aber in der zweiten Phase ab und zu Mega-Attacken ausführen können, die dann eben auch sehr stark telegrafiert werden, große Wind-Ups haben und eben sie auch so eine riesige Aura um sich kriegen. Was bei diesen Attacken passiert, ist nicht einfach nur, dass die ziemlich ordentlich reinhauen, sondern dass sie eure Lebensleiste dauerhaft blocken und dezimieren. Dass man dann nicht einfach nur Lebensenergie abgezogen wird, sondern sie wirklich so rot überzogen mit so einer Kette drüber wie gesperrt. Und um das wieder zu revidieren, weil das bleibt dann auch nach dem Bosskampf so, einfach nicht nur für den Bosskampf, dass man sich nicht perfekt wieder hochheilen kann, sondern auch danach. Das kann man nur mit bestimmten Items wie einem Erste-Hilfe-Kit, was es nicht überall gibt, dann wieder zurückführen. Und ich weiß noch nicht, wie sich das eben so großartig wirklich Langzeit auswirkt und ob ich es nicht vielleicht dann irgendwann für einfach nur super dumm halte. Aber da ich zumindest in diesen ersten 20 Stunden sehr, sehr selten an irgend so einen Erste-Hilfe-Kit rangekommen bin, war das dann schon in den Bossen so, okay, er hat jetzt seine zweite Phase erreicht, er macht so eine Super-Attacke. Holy shit, ich pass auf, dass ich da ja nicht irgendwie von weggeklatscht werde, einfach nur damit dann die späte Ressource nicht dann flöten geht, beziehungsweise ich mir das dann wahrscheinlich für irgendwelche Superbosse in den Kämpfen selber aufbewahren will, damit ich mich dort eben auch weiterhin dann gut heilen kann. Und ja, das wäre es dann eigentlich von mir soweit. Ich hoffe, dass ich euch das Spiel gut näher gebracht habe. Judgment bzw. Judge Eyes kommt im Juni dann bei uns raus. Ich habe übrigens, falls ihr, bevor wir dann gleich zu dem Patreon-Teil übergehen, der natürlich dann auch wieder für mich ganz wichtig ist, wollte ich einfach darauf hinweisen, dass falls ihr jemand seid, der da irgendwie nicht die Möglichkeit hat oder das darauf nicht will oder aus irgendeinem Grund einfach jetzt gerade nicht bei Patreon das einsetzen kann, aber meinen Kanal trotzdem irgendwie ein bisschen unterstützen will. Ich habe jetzt auch mittlerweile es endlich mal geschafft, einen Amazon-Affiliate-Link zu organisieren. Für die Leute, die es nicht wissen, ist einfach, dass ihr, wenn ihr über Links von mir, die euch zu Amazon und zu Produkten führen, geratet, das Ganze eben von einem System bei denen getrackt wird, damit die einfach nur wissen, hey, der ist über einen Link von Björn, vom Speckobst, darüber bekommen. Und wenn ihr dann etwas kauft, es kostet für euch überhaupt nichts mehr, ich kriege einfach nur einen prozentualen Anteil davon, einen kleinen, was dann eben auch natürlich sich bei mehreren Leuten läppern kann. Und so könntet ihr eben auch meinem Kanal hier helfen, dass ich mir zusätzliche Sachen eben hier, Equipment dafür holen kann, beziehungsweise irgendwann tatsächlich diesen Traum realisieren kann, das hier Vollzeit zu machen, was natürlich auch dazu führen würde, dass ihr mehr Videos von mir bekommt.
Und in dem Fall habe ich jetzt einfach mal direkt einen Produktlink zu der Amazon-Seite von Judgment hingelegt. Falls ihr das euch sowieso über Amazon bestellen wolltet oder kaufen wolltet, habt ihr hiermit die Chance, das dann über diesen Link zu machen. Falls ihr irgendwas anderes das kaufen wollt, dann könnt ihr auch einfach diesen Link benutzen und irgendwas anderes auf Amazon besorgen. Ich kriege dann auch einen prozentualen Anteil davon. Ich dachte einfach nur, ich sag's an dieser Stelle, weil es jetzt zu dem Spiel passt. Es kommt ja in 2 Monaten bereits raus. Deswegen, aber ja, damit wär's das dann auch. Ich verabschiede mich für dieses Mal. Wir hören uns dann beim nächsten Mal und das wird dann auch wieder ein reguläres, normales Video sein. Tschüss!